So, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Das 800. ausgepackt haben wir heute. Da erzähle ich jetzt mal ein bisschen was zu, weil 800 Videos, ausgepackt Videos, ich glaube, da sind wir nicht nur einzig, sondern auch artig, was das angeht. 800 Videos muss man echt erstmal drehen und das sind ja nur 800 ausgepackt. Wir haben ja noch MBK on Tour, wir haben MBK Triff, wir haben MBK Originale ganz neu, wir haben unsere Basics-Videos, wir haben unsere Bauberichte. Also ein riesengroßes Füllhorn von Modellbauern für Modellbauer und auch, dass wir als Händler, als Hersteller sowas haben, ist echt absolut einzigartig. Unser Service praktisch von unserem Modellbauherzen von uns dann für euch. So, jetzt haben wir uns natürlich gedacht, da suchen wir uns einen schönen Bausatz raus. Einen limitierten Bausatz von Eduard habe ich hier für euch. So, und ich erzähle mal so ein paar Eckdaten und dann vielleicht nochmal so die ein oder anderen Anekdoten aus den letzten, ich glaube, so lange ist es noch gar nicht her, 3, 4, 5 Jahre oder so haben wir den Kanal. So, und da erzähle ich jetzt mal ein bisschen was. Eduard 2142 haben wir hier im Maßstab 1:72 einen Dual-Combo-Bausatz. Das heißt, dass wir hier zwei ganze Maschinen drin haben. Eine BF109F2 und eine BF109F4 sind zu bauen. Wunderschöne neue Maschinen, Part 1. Also es ist, wie der Hersteller schreibt, the premiere of the new Eduard Design and Tooling. Also wir haben hier komplett neue Maschinen, komplett neue Formen, die hier drin sind. Pre-painted photo-edge parts for the finest detail. Heißt, dass wir hier vorgedruckte, vorbemalte Ätzteile haben für das allerfeinste Detail. Die-Cut Mask for easy painting, also auch vorgefertigte Masken, die sind hier auch drin. Decals for 14 Marking Options, also 14 Dekel-Varianten, das ist richtig, richtig fett für zwei Flieger. Also ist da jede Menge Option drin. So, zwei Bausätze habe ich schon erzählt, 5 Spritzlinge insgesamt plus Glasigteile. Ätzteile sind auch mit dabei. Ich habe einmal Masken gesehen, das heißt, ihr müsst die für die zweite Maschine sozusagen recyceln, aufheben. Wir haben ca. 50 Baustufen, das ist bei Eduard immer ein bisschen schwierig zu sagen, weil die Sachen zusammenfassen, die nicht selber bezeichnen. Ich habe die mal grob gezählt, 14 Deckel-Varianten und der Preis, und jetzt kommt's, haltet euch fest, setzt euch hin, 26,50 € will der Modellbaukönig dafür haben, und dafür, denke ich mal, gibt es jede Menge zu basteln für zwei Maschinen. Sind, wenn man es teilt, ja, wer hat aufgepasst, 13,25 €. Denk mal, da macht man absolut nichts verkehrt. Alleine schon mit der Anleitung, ne? Wenn es schön warm ist, so wie jetzt, dann kann man das hier wunderbar als Fächer nehmen. Wollen wir aber natürlich nicht. Wir wollen uns hier dieses halbe Buch zeigen. Wer Eduard kennt, wirklich ganz, ganz, ganz viel mit der Geschichte, mit den einzelnen Typen beschäftigt. Und so auch hier allerdings, und das muss man auch sagen, in englischer Sprache. Und ich sage auch gleich vorweg, wenn ihr das kauft und ihr wollt tatsächlich Maschinen auch von bauen, guckt euch erst hinten die 14 Deckel-Varianten an, weil, aber das erzähle ich gleich. Wir kommen jetzt erstmal hier zur Geschichte und da finden wir jede Menge Originalbilder und ich sehe, glaube ich, ja, wir können noch ein ganz kleines Stückchen raus. So, dass wir das auch möglichst alles draufkriegen. Jede Menge Originalbilder, ganz viel zur Geschichte, ganz viel Originalsachen kann man hier sehr schön sehen. Also richtig, richtig reichhaltig bebildert das Ganze und auch die einzelnen Unterschiede, welche Variante was wie wohin hatte, wann die Änderungen sind, dies, das und jenes. Also es ist wirklich, wirklich von der Detaillierung, es ist von der ganzen Drum und Dran ist das echt eine runde Sache. So, jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Da ist hier die Piktogramme sind hier ein bisschen was zum Hinweis. In tschechischer sowie in englischer Sprache. Tschechisch macht Sinn, ist ja auch ein tschechischer Hersteller. Dann haben wir hier die Teilübersicht. Farben haben wir hier die Aquarius H-Farben und auch die verdünnerbasierten C-Farben von Mr. Hobby. Und wie ich sehe, sind tatsächlich die Farben von Mission Models draußen. Ist auch ganz neu, sonst waren die immer noch drinne. Scheint sich wohl irgendwas nicht so ganz vertragen zu haben. Interessant, interessant. So, habe ich euch ja vorhin schon gesagt, bevor ihr mit dem Zusammenbau startet, wir haben hier die Markierungsvarianten, die sind hier von A bis G, sind hier gegliedert. So, und das ist nämlich ganz wichtig, dass man das weiß. Und jetzt blätter ich mal nach hinten, weil nämlich die einzelnen Deckelvarianten, hier sind die Zahlen,
beziehungsweise die Nummern. So, und danach richtet sich das Ganze. Manche haben nämlich spezifische Besonderheiten. Darauf wird darauf eingegangen. Deswegen fangt hinten an, überlegt euch, was ihr bauen wollt. Und dann dementsprechend wird das für die einzelnen Varianten wiedergegeben. Hier zum Beispiel PE, also das Edge-Teil, Markings E und G only. Da kommt nur dieses Variante oder nur dieses Bauteil hin. Und dementsprechend müsst ihr das natürlich dann oder solltet das umsetzen, wenn ihr das historisch soweit korrekt dann auch haben wollt. Also Eduard bietet da wirklich, ich sag mal, nehmt euch da in die Hand und sagt so und so, das müsst ihr so machen. Und dann habt ihr auch einen relativ easy peasy Bau. So, weiter geht's. Denke ich mal, 1:72 ist jetzt keine Teile-Explosion. Sollte jeder hinkriegen, dass man das Cockpit natürlich erst bemalt. Das sollte soweit klar sein. Edge-Teile, dass die mit Sekundenkleber geklebt werden, sollte auch soweit klar sein. Passt da bei den Bemalten schon auf. Edge-Teilkleber oder Sekundenkleber allgemein kann immer mal ausblühen. Selbst der von Modellbau König. Und der ist wirklich einer der Kleber, die am wenigsten ausblühen. So. Dann gucken wir uns das Ganze mal an hier. Der Bau, der geht hier so vonstatten. Wie gesagt, 50 Baustufen für beide Varianten wohlgemerkt. Ich habe da jetzt nicht einzeln unterschieden. Auch immer hier die Wahl der Qual, ob das Fahrwerk ein- oder ausgefahren werden sollte. Dann haben wir hier ein bisschen was zur Zusatzladung. Kann man hier sehr schön sehen. So, und das Schöne ist, ihr werdet das gleich sehen an den einzelnen Details, beziehungsweise die Teils der Naschiebe-Varianten. Es sind fast nur Asse. Gucken wir uns aber gleich an und ja, ach, was erzähle ich, wir gucken uns das gleich an. Habe ich euch ja vorhin gesagt, A bis G und das ist nur die eine Maschine, hier geht es nämlich weiter H bis N und das wäre dann die andere Maschine, wie gesagt, 14 Deckel-Varianten insgesamt enthalten und das finde ich schon immer richtig, richtig gut. So, wir blättern hier mal ein bisschen rum. So, und das auch mit dem Finger ablecken, das mache ich nicht, weil das Papier so unheimlich geil schmeckt. Das bitte ich zu bedenken, sondern weil ich immer absolut trockene Hände habe und sonst die Seiten hier nicht so sich umdrehen wollen, wie ich das gerne hätte. Die Masken, die sehen wir hier und auch die, wo die angebracht werden müssen, auch das sehr schön herausgearbeitet. So, und dann geht es hier los. Werner Mölders, 1941, Krefeld eingesetzt, also ganz berühmt hier. Dann geht es hier weiter, dann haben wir, jetzt muss ich gucken, Jürgen Harder, kann ich von hier nicht lesen, grüne, Herz, grün, also es sind wirklich jede Menge Leute dabei, den Detlef Rohweder kenne ich glaube ich auch, wenn ich jetzt richtig das weiß, wie gesagt, von oben ist es ein bisschen schwierig zu sehen. So, dann geht es hier weiter. Also es ist ja jede Menge Musik drin und ich denke mal durch die vier Seitenansichten, das sollte auch passen und auch hier Besonderheiten, wie war die Luftschraube angemalt, wie das Fahrwerk und so weiter und so fort. So. Ganz wichtig zum Schluss und das ist nämlich für alle Varianten, hier sind die Wartungshinweise, wo welche Klappe ist, hier nicht betreten, dies, das und jenes. Das kommt immer bei Eduard zum Schluss, die Stenciling Positions, auch das, naja und hier, das sollte auch Hans-Joachim Massé, sollte ein jeder, der sich ein wenig mit Flugzeugen auseinandersetzt, kennen. Das ist ganz gut, dass Eduard das hier raufgebracht hat, hier steht Eduard Goodies 4. So, und Eduard ist ja nicht nur bekannt dafür, dass die Masken herstellen, Bausätze, sondern auch jede Menge Resin-Bausachen, Brassin und was es da nicht gibt, Lök und also es sind wirklich jede Menge Sachen. Und ihr könnt, ich sag mal, fast das gesamte Modell könnt ihr umtauschen, Luftschrauben, Reifen, belastete Reifen, Bomben, Versorgungssachen, hier die Auspuffe. Also es ist wirklich sehr, sehr viel. Da geht es über ganze Cockpits, die man da austauschen kann. Da geht es natürlich aber auch über das Fahrwerk. Ihr habt das ja vorhin gesehen. Und was auch ganz wichtig ist, das ist bei Eduard und das, ich glaube, das ist, wenn man mich fragen würde, immer ein Verkaufsargument. Diese schöne Aufmachung hier, es passt alles schön. Dann natürlich hier für die deutschen Maschinen haben wir da noch ein Ritterkreuz, das darf natürlich nicht fehlen. Gut, dass das der Hauptmann Stransky nicht sieht. Der weiß ja gar nicht, wo die sonst wachsen. So, Spaß beiseite, ernst in der Ecke. Jetzt wollen wir uns natürlich hier die
New Tooled Designs angucken. Und die waren ja vorher schon wirklich Plastik, ja, geil. Das kann man hier auch wirklich sagen. Und wenn ich mir das so angucke, das passt schon echt in die Welt. Wenn wir uns so kleine Details hier angucken und auch die ganzen Stöße und so. Es ist schon fast so, als ob, ja, wie soll man das sagen, als ob IBG hat das ja wirklich relativ übertrieben und so mit diesen ganzen Nietenreihen und das haben die hier echt mit übernommen. Aber was quatsche ich hier rum? Wir wollen uns natürlich die Details angucken. Ich kann mir das hier nämlich schon angucken, hier gar nicht so. So, und dieser dunkle Kunststoff ist immer ein ganz bisschen, trotz der wirklich Stadionbeleuchtung hier, immer schwierig zu sehen, schwierig einzufangen. Ich versuche das natürlich trotzdem für euch möglich zu machen, so wenn man sich das hier anguckt, die Stöße, die Nietenreihen, die einzelnen Details, also das ist schon richtig gut. Und wie gesagt, wir reden hier von 72. Das ist nicht 1 zu 32, nicht 35 und auch nicht 48, sondern was man hier in diesem Maßstab schon möglich machen kann. Und auch die Anordnung der Angusspunkte ist wirklich sehr intelligent gelöst, also sehr schön gemacht das Ganze. Hervorragende Qualität, das gefällt mir richtig, richtig gut. So, und von innen, da müsste man jetzt sagen, da brauchen wir gar keine Detaillierung, sieht man eh nicht, aber wenn das Fahrwerk zum Beispiel ausgefahren ist, dann kann man natürlich hier das sehen, in diesem Fahrwerkschacht im oberen Teil oder auch hier beim Cockpit, da ist es, da diese Sachen und auch das ist sehr schön dargestellt. Also auch das passt wirklich, wirklich dahin. So, hier der zweite Bausatz. Ich habe gesagt, Dual Combo, sind zwei Maschinen drin. Könnte man natürlich jetzt hier übereinander legen und sich jetzt angucken, wo sind denn jetzt hier die einzelnen Details. Zwischen der F2 und F4 Variante gibt es jetzt nicht so gravierende, deswegen ist es noch immer eine F und zum Beispiel dann keine G, aber sie sind natürlich vorhanden und die Kunst natürlich vom Hersteller ist es, diese kleinen, aber feinen Unterschiede rauszuarbeiten, das auch zu zeigen und natürlich, und da sind Eduard wirklich meisterlich drinne, dass man nochmal zwischen den einzelnen Maschinen, wie zum Beispiel die Afrika-Variante von dem Marseille, dass man die nochmal rauspickt, was waren denn da die Unterschiede zu dem Mölders, der ja dann ein Jahr vorher auch eine andere Maschine dann geflogen ist. So, genug schwadroniert hier, wie gesagt, wir wollen uns hier die Teile angucken, das Plastik, das wollen wir hier sprechen lassen. So, wenn man sich das anguckt, das ist schon richtig, richtig schnieke. So, dann zwei Spritzlinge, die absolut identisch sind. Genau, das sind nämlich die Bauteile tatsächlich, die dann auch immer die gleichen Inhalte haben, wie zum Beispiel die Luftschrauben, die spezifischen Sachen haben wir schon gesehen, die Seiten, Versorgungsbomben, dies, das, jenes, die normalen Bomben und so weiter und so fort. Da packe ich jetzt mal einen von weg und die anderen gucken wir uns an. Und wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, Eduard hat nicht nur die Bausätze und Abdeckmasken, Ätzteile, sondern wirklich eine ganze riesengroße Familie. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie viele Teile da wirklich zusammenkommen. Auch wenn natürlich dann einige Bauteile auslaufen. Aber ich glaube, so zwischen 12 und 15.000 einzelnen Bauteilen bzw. Bausätzen, Masken und was es da alles zugehört, haben die mittlerweile am Start bzw. überhaupt im Programm, wobei ja auch nicht immer alles lieferbar ist. Das ist schon eine riesengroße, gewaltige Summe, muss man erstmal echt auf die Beine stellen. So, und Eduard ist da eigentlich, da kommt man im Flugzeugbereich echt nicht drum rum, möchte ich mal so behaupten. So, und auch hier wieder die Details, die Detaillierung, wenn wir uns das hier mal angucken, also das ist schon wirklich gut und die sitzen auch immer echt am Puls der Zeit. So, dann haben wir hier noch eine separate Luftschraube und da ist das der Late Propeller für die F4. Late Propeller haben wir hier. Dann natürlich die Klarsichtteile. Und wie gesagt, wenn ich dran denke, das kann man nicht vergleichen und schon an Revell, Matchbox und so weiter, an den Fliegern, ich sage es jetzt mal trotzdem, bitte nicht böse nehmen, aber was sich da in den Laufe der Jahrzehnte echt getan hat, das ist wirklich spitzenmäßig und ich bin da heilfroh, dass ich
das große Glück habe und das hier gesund mitmachen kann, damit ich mir das dann auch dementsprechend mich dran erfreuen kann. So, dann haben wir hier Klarsichtteile, zweimal vorhanden, klar, für zwei Maschinen. Und auch die wieder, ich versuche das hier mal, ist natürlich schwer zu sehen, relativ dick das Kunststoff. Ich denke mal, da sind Herstellungsprozess, also vom Herstellungsprozess ist das Ganze nicht dünner regelbar. Denke ich mal, das muss ja auch irgendwo dann noch realisierbar sein. Sind aber auf jeden Fall glasklar gedruckt. Für mich geht das auf jeden Fall in Ordnung. Dann habe ich ja vorhin erwähnt, eine Maske. Wobei man sagen muss, ich glaube, die hier zu sehen auf dieser Maske, auch das lässt sich immer schwer zu sagen. Also die sind da, sind genügend für zwei Maschinen drin. Sollte man hier sehen können. So, und hier sind nämlich die Reifen, hier die teilen sich. Und ich glaube, hier in der Mitte verläuft dann so die Grenze. Da sind dann auch für die Klarsichtteile natürlich dann die Sachen. So, der späte Propeller für die F4-Variante, den haben wir hier. So, und auch der glasklar einzusehen. Was bleibt am Ende des Tages noch übrig? Richtig, wir haben natürlich auch Ätzteile. So, und das ist auch nur eine schöne Sache hier, die farbig bedruckten Ätzteile. Das ist echt eine... Ja, also etwas, was mich wirklich erfreut, immer wieder, dass das so möglich ist, dass das so dargestellt werden kann. Und natürlich auch die normalen Ätzteile. So, schwuppdiwupp, die gucken wir uns erstmal an hier. Gülden dargestellt. Ja, einiges macht in Ätzteilen natürlich Sinn, anderes nicht. Gurt auf jeden Fall gehen immer, aber auch so kleine Anbauteile, Kühlerrippen, was weiß ich auch immer. Das Material ist super hauchdünn, wie man hier sehen kann. Eine schöne Ergänzung auf jeden Fall. Und worüber ich mich immer wieder freue, das habe ich ja eben schon gesagt, das sind hier diese, na, zeigen wir es mal von da, diese schön vor-prepainted, also vorangemalten Ätzteile. So, und da kann man natürlich hier das Cockpit, das Instrumentenbedienfeld, also diese ganzen Sachen und was ich eben schon erwähnt habe, dann auch hier die Gurte, also echt eine schöne Sache. Naja, und was hat Eduard wirklich nicht in den ganzen Jahren schon alles gemacht? Da gab es Varianten, da waren Bierglas mit drin. Also wirklich jede Menge Sachen, sehr, sehr, sehr rührig, die Firma. Also es ist echt jede Menge Bewegung drin. So, dann fast zum Schluss haben wir hier die ganzen Nassschiebebilder. Auch die wieder werden ja selber hergestellt in hervorragender, gewohnter Qualität. Wobei wir zweimal hier die für die Bedienhinweise nicht betreten und so weiter und so fort haben. Die zeige ich jetzt mal. So, und so ein paar Anekdoten in 800 Videos. Also wir haben ja wirklich ganz klein und bescheiden angefangen auf einem kleinen Schreibtisch. Es hat super geheilt hier mit einer Kamera, die okay war, mit einem sehr unsicheren Christian, der ich hoffe nicht mehr so viel sagt. Ja, wenn nicht, dann verzeiht das bitte. Ja, es gibt leider keine Pannenvideos mehr. Diese vorgestellten Videos, und da bin ich ja schon ein bisschen stolz auf mich, die drehe ich tatsächlich in eins durch. Also es passiert mir wirklich ganz, ganz, ganz selten. Ich denke mal, nach 800 Videos ist das auch okay. Dass ich mich da groß verhandle, das haspel, dass wir da irgendwas schneiden müssen, ist lustig, wenn man das Wort sagt und sich dann verhaspelt. Also das passt wirklich schon so und ja, das ist relativ gen Null gegangen und ich stand auch schon lange nicht mehr in Flammen. Falls ihr mal ein bisschen was zum Lachen haben wollt, guckt euch mal die Fail-Videos an von MBK. Gerade in der Anfangszeit ist doch da einiges in die Hose gegangen. Ich habe Deckels kaputt gerissen und so weiter und so fort. Also da ist wirklich jede Menge los gewesen in den ganzen Jahren. Und 800 Videos, wie gesagt, kann ich nur mal wiederholen, das ist echt kein Pappenstiel, da saß ich doch so manches Stündchen hier drinne. So, 14 Nassschiebe-Varianten, das ist natürlich echt eine Hausnummer. So, und jede Menge Balkenkreuze, Hakenkreuze, die zum selber zusammenbauen sind, finde ich richtig gut. Also nicht, dass ich zum so selber zusammenbaue, aber dass im Modellbau auf jeden Fall die Option gegeben wird. Ich kann das Original geschichtsgetreu machen und sie sind dann halt nicht weg, sondern nur anders da, um mal den unseren Bundeswirtschaftsminister, nein, unser Bundes, was ist denn der jetzt? Ja, Trödminister dann hier mal zu zitieren. So, 14 Deckelvarianten, die finden wir hier wieder, kann man sehr schön sehen. Manches bekanntes Emblem auf jeden Fall. Super dünner Trägerfilm, schön klar gedruckt.
Auch das sollte passen. So, und jetzt scheißt mich den Ball ein bisschen an hier, weil er so dünn ist hier und so ein bisschen durch die Gegend wackelt. Also das Hupsi dazu. Dann, ja, komme ich mal zur Schlussbetrachtung. Beziehungsweise ich zeige euch erstmal, was hier noch, da sind nochmal die einige Varianten. Dann sage ich herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bausatz kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich würde mich auf die nächsten 800 Videos mit euch freuen. Mal sehen, was wir noch für Formate aus dem Hut zaubern, was es da noch so gibt. Im Moment ist ja, wie gesagt, das MBK Originale, wobei sich das hauptsächlich auf die Panzerei beschränkt. Da sind wir eigentlich am stärksten zu Hause und haben auch die meisten Connections, muss man dafür ehrlicherweise auch sagen. Dann, wie gesagt, würde ich mich auf die nächsten Videos, auf die nächsten 800 Videos mit euch riesig freuen, natürlich auch mit meinen Kollegen und natürlich auch der ganzen Crew, die da im Hintergrund ist, die die Videos geschneidet und so. Ganz besonders der Olli und die Sabrina, ohne die wird es die Videos nicht geben. Am Anfang hat das ja noch Thomas gemacht, bis das dann alles ein bisschen viel wurde und natürlich auch an den Chef, den Harald Bauske, ohne den ja MBK das nicht geben würde und natürlich auch hier mich nicht oder der das denn dann auch so fördern würde, wie er es denn tatsächlich macht. Also jede Menge Leute, die da im Hintergrund sind, auch Daniela, die sich da immer für eingesetzt hat. Und natürlich, und das Allerwichtigste, das seid natürlich ihr, weil wenn ihr das nicht gucken würdet, wenn ihr nicht ein Abo dalassen würdet, ja, dann wären wir natürlich nicht da, wo wir jetzt sind. Bleibt gesund, wir sehen uns bei den nächsten Videos. Bis dahin, euer Christian von Modellbau König.